dir wünscht, dass wir herausfinden, ob er seinen Schlag gen Osten oder in eure Richtung wenden wird. Genau das. Entweder er zieht gegen die schwarzen Unholde oder aber biegt in Richtung Süden ab und wird dann irgendwann vor Romulus stehen, was ich ihm nicht verdenken könnte. Doch auf meinen Bruder kann ich aktuell nicht ziehen. Okurian sitzt zwar nur in der Nähe in Hohenstein, aber wie ihr bereits gehört habt, hat er Selindian die Treue geschworen und nicht der Kaiserin. Kam uns tatsächlich bereits zu Ohren, ja. Die Familie ist also ein weiteres Mal zersplittert. Es ist schwierig dieser Tage. Das scheint wohl so. Also gehen wir gleich los und schauen einmal. Ich denke, es wird nichts dagegen sprechen, einen Tag in der Stadt zu verweilen. Nun, ruht euch aus, wie ihr mögt. Ihr seid hier, wie gesagt, willkommen. Auch wenn ich vieles noch aufbauen muss, vor allem im Norden. Auf die vielen Tiere, die ich dort in dem Zoo hatte, sind immer noch nicht ersetzt worden. Das ist grausam. Gibt es Neuigkeiten von Asmodeus? Er ist verschwunden. Genauso wie der schwarze Drache. Niemand weiß, wo sie sich aufhalten. Scheint wohl so, als wären sie einfach vom Winde verweht, nachdem Wahrung von euch erobert worden ist. Niemand weiß, wo sie sind. Diese Leute haben die unangenehme Eigenschaften, dort aufzutauchen, wo man sie am wenigsten gebrauchen kann. Ich kenne mich mit diesem Hofmagier nicht ganz aus, bin mit seiner Geschichte nicht ganz vertraut, aber der Erzdämon wurde mir wohl schon berichtet. Vor allem da diese Travia-heilige Stadt besonders unter seinen Verführungen gelitten hat. Damit schaut sie einmal zur Zulamin. Ihr habt also einen weiteren Rayani in euren Diensten. Ganz recht, euer Erlaucht. Auch ihr seid mir willkommen. Danke. Gut, fühlt euch wie gesagt in der Stadt willkommen. Erholt euch, wenn ihr Erholung braucht. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dann von hier aus in Richtung der Wasserfälle ziehen. Ich glaube, bei eurer letzten Reise seid ihr noch nicht dorthin vorgestoßen, oder? Tatsächlich nicht, nein. Wir zogen es vor, den Fluss innerhalb der Stadt zu überqueren. Ja, auch das eine eigene Queste für sich. Der graue Mann sitzt auch hier im Wasser. Ja, aber es ist ja eigentlich eine ganz nette Gestalt, die darauf einlässt und sich auf ihn einstimmt. Und ja, sein Wille ist natürlich schwierig zu lesen. Er ist sehr, naja, durch das Element Wasser geprägt, sehr fluide, möchte man fast sagen. Aber es ist ein guter Geist. Es gibt unterhalb der Wasserfälle, sie messen übrigens 50 Schritt, sind also die größten Wasserfälle Aventuriens, ein Kloster, Effertsang, also ein Effert-Tempel. Bevor Asmodeus von Andergast verschwand, plünderte er es, was den grauen Mann wohl nur noch mehr verzürnte. Aber die Kettenfähren funktionieren wohl mittlerweile wieder. Können wohl also auch auf dieser Seite oder auf der anderen Seite dann den Fluss queren. Vielleicht sollten wir dieses Kloster dennoch einmal besuchen, um den grauen Mann ein wenig zu besänftigen. Wünscht ihre Durchlaucht vielleicht, dass wir eine Opfergabe mitnehmen? Das könnt ihr gerne tun. Wir haben zwar schon selbst geopfert, vor allem unsere Zageweiten, die dann vor Ort waren. Die Regenbogendeuterin Sievi ist wohl dort und hat immer noch aus. Aber ja, es gab wohl auch verletzte Wassernymphen, die sich dort aufgehalten haben. Wir hatten Kontakt mit einer merkwürdigen Hexe, die auf dem Fluss als Piratin hin und her fährt. Aber ja, Opfergaben, den grauen Mann sind immer willkommen. Ah, die Hexe haben wir auch kennengelernt. Sie war wirklich freundlich. Konnten uns gut unterhalten mit ihr. Ja. Und sie hat das Boot wirklich, wirklich mit Leichtigkeit gesteuert. Selbst ich hatte keine Angst. Ihre Obhut war.
so leicht die Situation wohl gerade ist oder wirkt. Ich sitze in einer Zwickmühle. Mein Bruder auf der einen Seite, Answin auf der anderen Seite und dann auch noch irgendwo den schwarzen Drachen, der schon in der Vergangenheit zuerst Romilis heimgesucht hat. Und seid ihr euch also auch sicher, dass der Drache nicht gefallen ist? Nun, der aventurische Bote könnte zwar davon, aber ich glaube, man hätte mehr davon mitbekommen. Zumindest die Magier im Informationsinstitut, Sigmar Heisinger und dergleichen mehr, konnten nichts dieser Dinge berichten. Nun, allen Widrigkeiten zum Trotz bin ich mir sicher, dass ihr das Haus haben und mit starker Hand aus dieser Krise führen werdet. Wenn nicht ich, wer dann? Okurian versucht ja seine Tochter zu etablieren. Ich guck mal etwas fragend in Richtung der anderen. Ich nicke nur. Ich zuck mit den Schultern. Euer Durchlaucht des Weiteren, neben unserem eigentlichen Zweck des Aufenthalts hier, gab uns Ihre kaiserliche Majestät die Anweisung, euren Bruder sofern möglich festzusetzen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass sie so etwas plant. Ich würde ihn ja euch aushändigen, aber da ich selbst nicht Heroin bin, sondern mit ihm im Zwist liege, kann ich euch nicht zusichern. Ich gehe allerdings davon aus, dass dies entsprechend eure volle Zustimmung findet. Ihr dürft mal auf Menschenkenntnis würfeln. Bin ich so schlecht drin? Oh, es geht sogar. Ach komm, chippen wir die Klugheit, chippen wir die Klugheit, chippen wir die Klugheit. Shit, das hat's schlechter gemacht. Beutax, hast du eine Kulturkunde für Menschen? Ja, ne? Muss ich gucken. Ja, das war's. Ich steige heute Menschen. Ich glaube, ja, einen Moment. Ich gucke mal. Hat Zulamin eine Kulturkunde, Mittelreich? Ja, ja. Mittelreich habe ich. Nein. Beutax und Zulamin merken wohl, dass sie lügt. Sie ist eine gute Lügnerin, aber sie lügt. Ich gehe entsprechend davon aus, dass dies eure volle Zustimmung findet, euer Durchlaucht. Und selbstverständlich. Hervorragend. Alles, was die Kaiserin will. Dann werden wir, sofern die Möglichkeit sich erbietet, diese Sache in Angriff nehmen. Selbstverständlich hat euer anderer Anverwandter Vorrang. Answin, meint ihr? Ja. Er hat Vorrang. Denn er verfügt über eine weit größere Armee. Und damit das Potenzial, euch und eure Stadt selbst zu bedrohen. Korrekt. Ja, ebenso also wie er Garal überfallen könnte. Also seien wir ehrlich, in Korean sind wir eigentlich nicht hier. Aber es geht uns eher um Anstin. Nicht wahr? Tatsächlich, wie ich bereits sagte, hat er Vorrang. So gut, dann ruht euch aus. Ja, durchlaucht. Für euch gibt es sicherlich auch das Vergnügungsviertel im Süden, außerhalb der Stadt. Schaut sie in Richtung von Zulamin. Die Travia-Kirche hat das nicht gut geheißen, so etwas innerhalb der Stadtmauern aufzubauen. Nun, vielen Dank für eure Empfehlung. Gut, so könnt ihr den restlichen Tag und auch den nächsten Tag, wenn ihr mögt, in Romilis verbringen. Habt ihr gesonderte Dinge vor? Ja, fang doch mal an. Ich möchte natürlich meine kleine Alwinitengemeinde im Katzenloch aufsuchen. Schauen, wie es denen so geht, denn dann will ich predigen, Laienpriester einsegnen, etc., etc. Laienpriester? Zeloten? Ja, so Akoluten halt. Ja, okay. Reitet sich aus, definitiv. Du hast doch gehört, Albuin ist nicht mehr in der Richtung von Werheim, sondern ist wohl südlich gezogen, beziehungsweise auch weiter in Richtung Zwei Mühlen, sitzt jetzt irgendwo bei Ochsenweide. Also dadurch, dass eine kleine Splittergruppierung aus, sie nannten sich selbst wohl Helden, waren aber wohl mehr Terroristen, sie haben diesen Kerzenzieherhof angezündet. Und dementsprechend ist er dann mit seinem Herzog nicht geflohen, aber hat sich ausgebreitet über die Wildermark und sitzt jetzt irgendwo bei Ochsenweide. Ja, ich war ja in den letzten 2 Monaten da. Genau.
Daher hast du das mitbekommen. Und Albuinismus würde sich dann eben auch weiter in Lapazien verbreiten. Ich schau mal, ist irgendeiner dabei, der sich als Gewalt ereignen würde? Würfel so mal. Perspektivisch. Würfel mal. W20. W20. Kein Plus, Minus, das ist ungewöhnlich. 2. Ja, habe ich auch überlegt. Dann findest du auch. Ja, findest du jemanden. Dann bereite ich ihn subtil drauf vor. Gut. Ein ehemaliger Wachszieher, ja. Ist tatsächlich ziemlich gut geeignet. Hat viel mit Licht gearbeitet. Hervorragend. Und so irgendjemand. Rafim, als Held von Rommel, das möchtest du noch irgendwas tun? Ja, ich muss noch meinen lokalen Schrein einsegnen. Den hier in Rommel ist, ja. Kannst du auch tun. Richtig. Gut, Boltax, hast du was vor? Ja, ich würde tatsächlich nochmal zum Informationsinstitut Heisinger treffen. Ein bisschen mit dem Quatschen, eventuell, wenn Isorin mitkommen möchte, würde ich sie auch dazu einladen, mich zu begleiten. Und ansonsten die Möglichkeit nutzen. Die Gespräche mit ihm waren ja immer ganz ergiebig und er hat ja immer so gewisse Sachen durchscheinen lassen, da wieder an Informationen zu kommen, subtil oder auch nicht subtil, wie Boltax halt so ist. Bezüglich was? Ja, wie es so in nächster Zeit weitergeht, mich würde natürlich insbesondere der graue Mann interessieren, weil wenn der wirklich so erzürnt ist, interessiert das mich als Geoden ja umso mehr, denn als Elementargeist, als den ich ihn sehe, ist er für die ganze Region ja von unglaublicher Wichtigkeit. Ja, und wird auch für euch eine große Wichtigkeit einnehmen in naher Zukunft. Ich dachte mir das schon. Nun, dann müssen wir auf jeden Fall zu diesem Kloster. Ja, und ansonsten würde ich meine Rüstung hier gerne noch in den Farben Orange und Grau lackieren lassen. Orange für Travia? Orange für Travia und für das Element Erz. Ah, okay. Gut. Dann frage an Nabel, mir möchtest du in Rommelis was tun? Ich denke, ich bin im Informationsinstitut nicht willkommen. Deshalb würde ich meine Kontakte, die ich zu diesem Baron, der sich selber früher Herr von Rommelis genannt hatte, oder Baron von Rommelis, wieder aufnehmen, wenn er noch in der Stadt ist, ihn ein bisschen ausfindig machen. Und ihn ausfragen über die Vorgänge in der letzten Zeit, wo ich nicht in Dapazien war, was in Dapazien passiert ist, nördlich des Ochsenwassers und seiner Baronie entlang der Reichstraße nach Werheim. Meinst du den Bürgermeister Renhard von Opstein? Ich glaube, dass ich so war. Hat ja, er ist der Baron von Opstein-Tiefwald. Genau, er nannte sich selbst durch Herr von Rommelis irgendwie. Ja, richtig. Rommelis. Das ist eine gute Frage. Was ist aus dem geworden? Den gibt es noch. Er ist Bürgermeister, tatsächlich. Die Schlange von Rommelis hat das zugelassen. Und er ist zwar weiterhin der Baron von Opstein-Tiefwald. Die Baronie selber ist aber auch gefallen. Er hat also gar keine Lust, wieder zurückzukehren. Was weiß man? Gallis ist tatsächlich immer noch, nicht unter Belagerung, aber in der Hand von nekromantischen Torwalern. Answell ist dann vorbeigezogen und hat das nicht eingenommen, weil er das wohl nicht einnehmen kann. Gallis ist also nicht wirklich gut einnehmbar und ist jetzt irgendwo in der Nähe von Burg Mersing. Dort soll er wohl sich aufhalten. Zwei Mühlen ist auch in der Hand des Nekromanten. Talf ist in der Hand von Trollzackern. Friedfang Forst ist wohl in der Hand von, ja, einer Drachenreiterin. Er kann das nicht genau spezifizieren. Er kennt keinen Namen, aber es soll wohl eine Drachenreiterin geben, die mit einer großen Morgensternkeule umherläuft. Wutzenwald, der Baron ist wohl sehr bohrengefälliger Mann, der jetzt Golgariten hat einbestellt und er hofft jetzt einfach, dass die Golgariten ihm so ein bisschen helfen. Ja. Also die Wildermark verwildert zusehends und viele kleine Kriegsfürsten, die sich jetzt überall etablieren, die da mal mehr Recht haben, mal weniger Recht haben zu regieren. Ja, ich würde ihn dann natürlich zum Essen einladen, vielleicht zu einem Glas Wein in einer guten Gaststätte. Ja, und ihn ausfragen dazu halt und ja, meine Beziehung zu ihm auffrischen. Ja, gut.
Dann, Zylamin, hast du irgendwas vor in Romulus? Außer dem Vergnügungsviertel frühen. Ich würde gerne nochmal mit Boltax reden und ihn fragen, sag mal, Boltax, ja. Diese Fürstin hat uns doch ins Gesicht gelogen, oder? Ich denke auch, deshalb habe ich das Thema ja so schnell darauf gewechselt, dass ihr Bruder Ukugian eigentlich nicht unser wirkliches Ziel ist. Aber... Ja, das war sehr geschickt von euch, aber ihr denkt, was hat sie davor gesagt? Sie hat keinen Zugriff auf ihn? Ja, das glaube ich auch nicht wirklich. Wenn sie wollte, könnte sie bestimmt. Ich denke, sie ist durchaus fähig, aber... naja. Aber ihr denkt nicht, dass er hier ist, oder? Nun, es wäre möglich, aber unwahrscheinlich. Warum sollte er jetzt gerade hier sein? Ja, ich denke auch. Aber wir sollten im Kopf behalten, naja, dass hier sicherlich immer noch etwas an ihrem Bruder liegt. Ich denke, das ist nur menschlich. Natürlich, natürlich. Nicht nur Menschen haben diese Gefühle für ihre Geschwister. Aber ich stimme euch dazu, das sollten wir in jedem Fall im Hinterkopf behalten. Allerdings, ich frage mich, wie ihr Bruder zu ihr steht. Nun, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich fand ihn eigentlich einen sehr aufrechten und geradlinigen Menschen. Etwas, das man nicht immer über Menschen behaupten kann, verzeiht mir, aber es ist eher eine Eigenschaft, die ich, ja, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist er durch und durch, ja, praiotisch, würde ich fast sagen, anders als Jalan allerdings. Er ist nicht so praiotisch. Ich meine, er ist ehrlich. Ja. Aber das ist jetzt ja auch nicht wichtig, oder? Danke jedenfalls, dass ihr mir von ihm erzählt habt, denn ich kenne diese ganzen mittelreichischen Adeligen nicht so. Ach, ich bin da auch, glaube ich, der Falsche, der euch darüber zu berichten hat. Sind halt... Und ja, mittelreiche Genau deswegen habe ich euch gefragt, weil ich dachte mir, naja, vor euch muss ich mich nicht blamieren, denn ihr kommt ja selber von außen. Ach so, ja, ihr könnt mich gerne alles fragen. Ich kann euch sicherlich nicht auf alles eine Antwort geben, aber nun geht es einmal so. Wir müssen unsere Informationen ja auch nicht so stark bündeln. Denn ich denke, jeder von uns ist ein Experte auf seinem Gebiet und wenn jemand etwas zu einer Situation beizutragen hat, dann kann er das natürlich machen. Und wenn es um so komplexe Themen wie Verwandtschaftsverhältnisse von irgendwelchen Rittern und Königen und so weiter geht, ich denke, da sind Abelmir, Isarun und Jalan sicherlich durchaus gebildeter als ich. Isarun gehört ja, glaube ich, selbst zu einem Adelsgeschlecht. Also. Ja, sie, ja. Ach doch, sie kann man da in jedem Fall fragen und ich denke auch nicht, dass sie euch da blamiert. Ich meine, ihr kommt ja aus dem Ausland gewissermaßen, so wie ich. Ja, in den Thulamidenlanden ist vieles anders. Dort steigt man schneller auf oder ab im Rang. Ja, es ist, wer adelig ist, ist adelig. Und egal, wie sehr er verarmt oder so, er wird immer adelig bleiben. Ja, das ist richtig. Wir dürfen mal eine Heraldikprobe würfeln. Boah. Hab ich Talent. Nicht. Habe. Dürft ihr alle mal machen. Heraldik ist mein Talent. Klugheit aber nicht meine Eigenschaft. Oh Gott! Schicksalspunkt? Hab keinen mehr. Hast du keinen mehr? Ja, ich hatte vorhin für die Menschenkenntnis ausgegeben. Ich hab kein Heraldik. Ich auch nicht. Rafim und Abelmir erkennen sie wieder. Rafim vor allem, weil er eben auch ein Ritter der Stadt ist. Isarun kann ihn auch wieder erkennen. Ihr wart euch nicht ganz sicher, aber Burg und Burgner als Burgschulze und Vertreter von Okurian läuft wohl zumindest im Villenviertel umher.
Den könnt ihr wiedererkennen. Gut, während sich Zulamin und Boltax gerade so ein bisschen unterhalten, Frage an Isoron, was möchtest du tun? Im Informationsinstitut mich nach der Lage der Information erkundigen, also was die halt im Nachhinein noch über das Labyrinth herausgefunden haben könnten. Falls dabei nichts rausgekommen ist, dann betreibe ich dort einfach nur ein bisschen Recherche zur Entspannung. Du meinst das Labyrinth in der Kanalisation? Mhm. Ja, war wohl ein Magnum Opus Lolgramot, was sie wohl klassifiziert haben. Und das diente als Vorbereitung auf das, was da kommen mag. Und gibt es Anhaltspunkte, was kommen? Naja, also wenn ein unterirdisches Labyrinth erschaffen worden ist, was perfekt geeignet ist, um in Romulus überall wieder hinauszukommen, dann kann man sich den Rest denken. Aber es ist aktuell, wie gesagt, wieder verschwunden, kann jederzeit wieder auftauchen. Gut, so könnt ihr nach einem Tag der Recherche am 20. Hesinde wieder zusammenkommen und dann über die Geschehnisse berichten, die ihr so erlebt habt. Oder aufbrechen. Ich würde mir meine Erkenntnisse über die Geschehnisse in Dapatien mit den anderen natürlich teilen. Und lass sie ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Oh, so. Insbesondere ist natürlich erwähnenswert diese Tatzelwurmreiterin. Ich glaube, wir kannten mal eine Tatzelwurmreiterin. Drachenreiterin. Ach, Drachenreiterin. Ich kann sagen, wir kannten einen ganzen Haufen Tatzelwurmreiter, aber Drachen wären mir nicht bekannt. Vielleicht noch einer von Rassas aus Schergen. Das ist gut. Ach. Da prügelt sich Arschloch mit Arschloch. Was juckt uns das? Nun, uns juckt Rafim, dass dazwischen immer noch das unschuldige Volk der Partins liegt. Richtig. Naja, und ich habe zumindest erfahren, dass in naher Zukunft der Graue Mann noch eine wichtige Rolle für unsere Zukunft zu spielen hat. Es ist also gut, wenn wir zu dem Kloster gehen. Na, schlage ich vor, unserem Weg nach Norden werden wir in dem Kloster einen Besuch abstatten. Es kann nur gut sein und uns mit dem grauen Mann ein wenig verbinden. Was nehmen wir wohl am besten als Opfergabe mit? Nun, alles, was dem Wasser, Element Wasser entspricht. Blaue Edelsteine? Nun, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ein Gwent Petrühl. Aber woher nehmen? Ja, das ist in der Tat. Ich habe keinen. Ich auch nicht. Ja, was hat er an? Flüssigkeiten. Oh, und wenn jemand in der Lage ist, Musik zu machen, das ist, glaube ich, die Kunst, die dem Wasser zugeordnet wird. So wie die Bildhauerei dem Erz zugeordnet ist. Und mit Sicherheit alles, was dem Wasser eben besonders liegt. Vielleicht ein Duftöl? Ja, das wäre möglich. Das wäre möglich. Ich werde doch einmal in mich gehen und morgen früh auf den Markt, um heute entsprechendes zu erwerben. Vielleicht einen besonders schönen Aquamarin oder Errichtung. Also ich und Mira haben den örtlichen Chorschrein eingefeilt. Nicht besonders viel passiert, ehrlich gesagt. Hat sonst noch jemand was erreicht, rausgefunden oder wie auch immer? Nichts, was derzeit zur Sache träge. Naja. Also, ich und meine junge Begleiterin hier haben noch darüber gesprochen, dass uns die Fürstin angelogen hat. Was? Was meint ihr? Nun, wollt ihr es ihnen sagen?
Ja, gerne. Nun, als sie sagte, sie könne uns ihren Bruder nicht ausliefern, beziehungsweise sie hätte keinen Zugriff auf ihn, da hat ihr Lied ein wenig gezuckt, so als ist eine gute Lügnerin. Aber ich glaube nicht, dass sie in diesem Punkt die Wahrheit gesagt hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Rabenmunds haben schon immer starke Familienbande gehabt. Also gehen wir diese spezielle Sache besser vorsichtig bis gar nicht an, ja? Bis ich die Unterstützung, zumindest dieses Teils des Hauses Rabenmund, für die Kaiserin essentiell. Das ist richtig. Soll sie ihr Bruder halt behalten? Nun ja, im Horasreich ist es üblich, auch Geiseln zu nehmen. Wie barbarisch. Nein, es dient einem praktischen politischen Zweck. Solange man eine Geisel hat, ist der Familienteil an einen gebunden. Das immerhin tötet man sie nicht. In der Tat. Ah, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich schlage Folgendes vor. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand sitzt Hurrian von Rabenmund auf der Feste Hohenstein. Die Kaiserin wird es uns wohl kaum verübeln, wenn wir nicht die gesamte Feste angehen, um ihren Bruder festzusetzen. Solange er dort also bleibt und wir nicht die Hände rühren, trifft uns keine Schuld und ihre Durchlaucht, die Fürstin, ist zufrieden. Ich finde, so finden wir uns ziemlich formidabel aus der Sache heraus. Ich glaube, das, was die Fürstin dort tut und warum sie gelogen hat, dient vor allem dazu, dass sie sich alle Optionen offen hält. Nehmen wir an, dass Rohaya in dem folgenden Krieg oder in dem politischen Gezanke unterliegt, könnte es ja sein, dass Selindian Kaiser wird oder Wahnsinn. Und dass sie mit Okurian auf der anderen Seite noch jemanden im Lager von Selindian hat. Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir uns ihrer Unterstützung zumindest sicher sein. Und sollte sie wirklich den Gedanken tragen, ihre kaiserliche Majestät zu verraten, werden wir uns der Sache dann annehmen. Im Übrigen, ich fand es schön, dass das Bild immer noch hier hängt. Es ist ein echter Gorbas. Hast du nicht die anderen Bilder dafür abhängen lassen? Ja. Redet ihr von der Krönungsszene? Eben ja. Ja, das ist wirklich ein bemerkenswertes Gemälde. Ach, ist eine wahrhaftige Schande, dass das andere Bild, das er angefertigt hat, in dieser Mine verloren ging. Naja, ein Bild für die Menschen, ein Bild für die Zwerge. Gewissermaßen. Nun gab es dort keine Zwerge mehr. Richtig. Ja, dann etwas mehr Feingefühl. Feingefühl ist nichts ein Ding. Also gut, dann kaufen wir auf dem Markt irgendeine Opfergabe, die wir dem grauen Mann an seinem Effort-Tempel geben können und dann brechen wir in Richtung des Wasserfalls auf. Wusstet ihr übrigens, dass ein riesiger Riese im Ochsenwasser begraben liegt? Oh, natürlich. Wir hörten davon. Ich nicht. Natürlich. Es wurde uns erzählt. Wann? Ich kann mich an die Gelegenheit nicht erinnern, aber ich glaube, Asabo brachte diese Geschichte, glaube ich, auch einmal. Ja, und davor hatte ich auch noch einmal darüber erzählt, dass ja gewisse Riesen aus, Bergen hinabgestiegen sind. Erinnert ihr euch, als wir getrennt waren voneinander, als ich in die Berge gegangen bin zu meditieren und ihr offensichtlich Probleme damit hattet, den Fluss hier zu überqueren? Wo wir fast abgesoffen sind. Gleichsam bereiten wir uns einfach auf die Abreise vor.